Soll ich euch sagen, jetzt geht es wieder. Ja, ich habe hier nichts gemacht. Ja, also erstmal Sound. Warte, ah, falsche Seite. Hier. Ja, da ist schick. Ja. So, jetzt mal wieder zu mir hier. Ja? So geil. Ja, ich war das eben toll. Ja, also der war natürlich pünktlich. Ja, wie immer. Dann hatte ich auch noch Besuch von Andreas, einer von den Zeugen Jehovas. Ja? Der sagte zu mir, ich soll ihn rausschmeißen. Warum denn? Ja, die kennen die Zeugen Jehovas, die sind in Ordnung für mich. Ja? Ich kann nur kein Mitglied werden. Ja? Das geht nicht. Ja? Warum nicht? Ja? Naja, weil es nicht geht. Basta. Ja? Ja, ich bin ja evangelisch, ja, bin auch noch nicht Sound, ach geil, bin doch auch nicht ausgetreten bis jetzt, wollte das zwar machen, ja, macht es aber nicht, weiß auch nicht warum, irgendwas hält mich da fest, ja, ja, das ändere ich eben jetzt, was soll ich denn ändern, ja, ich lasse das so, ja. Ich bin da nicht so, also wie soll ich sagen, ist eben so und basta. Okay, aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn, ja? Geil. Wie ich sowas liebe. Ja. Abgeholt, nach Hause gebracht. Und das Schönste war ja, dass wir in seinem Büro waren da, ja. Und auch schon mal zwar nur zwei Wohnungen gefunden haben, aber ist egal, ich kicke mal hier, wo sind die? Also voll geil, da ist jeder dabei, ja. Dachgeschosswohnung, Wohnung mit WBS, naja, den werde ich ja wohl hoffentlich kriegen, ja. Aber mehr sage ich natürlich nicht, weil, ja, da kann er noch die Miete sagen, insgesamt 500 Euro 10, Gesamtmiete. Das geht also, ja, und vor allen Dingen ganz oben, ja, und vollen Grünen, haha, geil, das wäre schön, und ich wohne ganz oben, also das wäre natürlich die Kuppe, ja, ja und die andere, was ist mit der hier, das Gesamtmiete 405 Euro, ja, würde also auch gehen. Das wäre dann praktisch hier bei mir um die Ecke, ja. Vielleicht, ja, also nicht weit. Ja. Dann bleibe ich dem Jobcenter erhalten. Das war so geil, da war ich heute, war ich ja heute, ja. Da sagt die, warum zieht sie denn nicht nach Reinickendorf? Das war ein Scherz, sie meint, ja. Fand ich gut, ja. Und da hat sie zu ihr gesagt, na hallo, das ist ihnen doch eh scheißegal, ja. Ja, hat sie wohl gelacht, ne. Ja. Na klar, Mann, das ist doch denen wurscht, ja. Ja. Ja, ich habe immer gedacht, die wollen mal loswerden, aber nein, wollen die ja nicht. Die haben sich auch schon an mich gewöhnt. So wie ich mich an die. Natürlich soll das nicht heißen, dass das hier lebenslänglich. Nee. Ja, ich habe auch gleich wieder zu dieser netten, ich sag den Namen nicht, ja. Zu der netten Frau gesagt, na hallo, aber mein Hauptziel ist immer das eine, ich will weg von euch. Jetzt kommt mir Recklinien schon wieder unter. Das finde ich immer richtig gut, weil jetzt sehe ich hier nichts mehr, ja, weil mir das die noch von den Augen hier, ja, ist das widerlich, ja, auch vorhin da, ich dachte, ich spinne, der Ton immer bis zum Anschlag, ja, ich habe da nichts gemacht, ich habe da nichts rumgestellt, eingestellt oder irgendwas anderes, keine Ahnung, manchmal frage ich mich, warum geht's denn jetzt wieder, jetzt das ist schon echt erstaunlich. Na jedenfalls, eins ist sicher, ich bin auf dem grünen Weg, meine Ampeln stehen alle auf grün. Ja,
Was heißt bis da ja, wa? Durchfahrt, Platz machen, Bienenstein kommt. Ich stirb soweit. Ich finde das geil. Ja? Oh, ich muss mir auch noch mal Danke sagen. Warum? Ganz einfach. Was mir natürlich nicht so passt, ist, dass der mich auf den Sonntag treffen will. Ja? Weil da hat er frei. Ne? Mein Einzelfallhelfer. Ne? Aber ich habe keine andere Wahl, weil er gesagt hat, dass es nur sonntags geht. Ja? Weil ich kann hier alleine, ich bin ja, ihr müsst wissen, jetzt ist es endlich weg, jetzt kommt, na hallo, was denn jetzt hier? Ach so, okay, ach der überprüft jetzt, naja, soll er mal überprüfen, mach ich mal clean, so, jetzt ist wieder schick, jetzt könnte, ist das geil. Nein, was ich richtig gut finde, von dem Einzelverhelfer ist die Tatsache, dass er mir seine freie Zeit opfern will, ja. Ich habe extra gesagt, also ich mag das nicht. Ja? Weil man kommt dann immer irgendwie in so ein Abhängigkeitsverhältnis, ja, was ich gar nicht so dolle finde. Ich meine, obwohl, also ich bin ja da eiskalt. Also wie soll ich sagen, also, wenn der so blöde ist und mit mir auf den Sonntag macht, okay, dann muss er da durch. Ja? Ich brauche den jedenfalls, ganz einfach, weil ich habe in meiner Wohnung, ja, gibt es so viel Müll, ich bin schon ein halber Messi. Ja. Also jetzt nicht denken, das sieht hier schlimm aus, das nicht. Ja. Aber um eben, also ich habe mich immer nie getraut, das wegzuschmeißen. Und es wird langsamer Zeit. Ja. Weil das ist ja so ein Anfangsstadium von Messi. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Ich habe hier so viele Sachen, die man wegschmeißen kann, aber ich mich nicht traue. Ja. Wisst ihr Geier warum? Ja, ich kenne da ja noch so einen, der heißt Jörg, ja. Mein süßer Jörg, das ist der, der mir nicht verzeihen kann. Also bei dem war das richtig grob, war da gab es nur einen Gang. Alles andere war zugestellt. Ja, wenn ich das zu ihm gesagt habe, hör mal, kann man nicht, hat er gesagt, quatsch da nicht so drin gehen. Geil. Das sind die Leute, die einem nicht verzeihen können. Ja. Ja, okay. Ja. Dabei habe ich dem ja nichts Schlimmes getan. Ja. Im Gegenteil. Ja. Aber das macht nichts, er sieht es anders und da kann ich nichts machen gegen, ja. Ich renne ihm nicht hinterher, ja. Weil, also Gott sei Dank, ja, kenne ich keinen. Wo ich sagen müsste, kann ich nicht verzeihen. Derjenige ist tot. Geil. In Anführungsstriche. Dieser Drecksack läuft bestimmt immer noch rum. Ja? Auf den sein Grab würde ich spucken. Aber wenn ich auf den Friedhof gehen würde, heißt es. Ja? Ich gehe ja nicht mehr auf den Friedhof. Ja? Ich bin richtig froh, dass man mir nicht Bescheid gesagt hat bei Tinky. Ja? Warum? Ja, ganz einfach. Weil Friedhof will ich nicht mehr hingehen und ich werde da nur hingegangen wegen Tinky. Ja? Und das ist Quatsch, ja, weil die da nicht mehr ist in dem Körper, ja. Das wäre ja Blödsinn, an so ein Grab zu rennen, ja. Ja, also für mich, ja, für andere ist das was anderes, ja. Ich rede nur von mir, ja. Ja, also, und ich will auch nicht, dass zu mir jemand kommt auf den Friedhof. Was soll das? Wenn ich mal hier, ey, dann will ich nur eins, dass darauf richtig angestoßen wird. Mann, der Junge hat es geschafft. Ganz einfach. Ja? Was anderes will ich da nicht hören. Und nicht sehen. Wenn ich da von oben zukicke oder von unten, ich weiß ja nicht, wo ich denn gerade bin. Ja? Oder ob ich das überhaupt sehen kann. Ist ja alles im Bereich des Möglichen. Ja? Also ich habe jedenfalls das Gefühl, dass ich vor ein paar Tagen mit Tinky Kontakt hatte. Das war so geil. Das war so geil. Da hat die mir. So, das ist auch typisch für diese Frau. Typisch ist das für die. Die tröstet die anderen. Ja? Die ist die Art gewesen. Ja? Und so was muss denn jeden, das finde ich dann richtig scheiße. Ja? Ja, da hat die Chemo ja nicht gebracht. Ja? Kotzt mich an, Mann. Ja? Ja, das sind doch dann die Sachen, wo ich dann mit Gott sauer bin, weil ich das ja nicht verstehe. Ja, und ich darf ja nicht auf Gott sauer sein, aber bin ich dann.
Ja? Ja, warum? Naja, also wenn man das hört und auch was ich mit ihr geschrieben habe, ist ja auch nicht viel gewesen. Ich war bei Yappi zum Beispiel, ja, da war ich noch bei Yappi. Ja? Ja, jedenfalls ist das eine fantastische Frau, ja, genauso die Miriam, ja, Miriam anders, ja. Ja, da muss ich noch was klarstellen. Irgendwann reicht mir das, ja. Mit einem ganz bestimmten Typen, ja, der immer wieder davon anfängt mit Miriam und mir das dann richtig gegen den Strich geht, wenn ich dann nichts sage, ja. Das geht so nicht weiter. Ich muss mit dem mal reden, ja. Ich kann das nicht mehr auf mich nehmen, ja, wenn er so weitermacht, entweder muss es so sein, dass wenn ich da hinkomme, dass nicht mehr über Miriam gesprochen wird, ja. Aber wenn, ja, dann will ich keine Scheiße mehr von ihm hören, ja. Also, das heißt, mir ist egal, was er mit ihr erlebt hat, ja. Das interessiert mich nicht, ja. Das ist meine Freundin. Wird sie immer bleiben, ja? Daran kann sich niemand ändern. Warum nicht? Ganz einfach. Weil sie es verdient hat. Ja? Ganz einfach. Ja, das ist, das wird der andere wieder zum Kotzen finden, dass ich jetzt hier so eine Scheiße rede für ihn, ja? Aber zeigt ja nur, dass er noch nicht fertig ist damit, sonst würde er nicht ständig damit anfangen. Ja? Ja, also auf alle Fälle mache ich das jetzt. Ja, beim nächsten Treffen muss ich mal was unternehmen, weil es kann so nie weitergehen. Ja, ich fühle mich dann immer mies. Ja, sehr mies. Ja, warum? Naja, wie soll ich das erklären? Ja. Weil ich das manchmal ja nicht merke, wie mich einer beeinflusst, ja, und mir fällt es dann immer jetzt hinterher ein oder so, ja, und das geht so nicht weiter. Ich habe ihm das schon mehrmals gesagt, ich werde da jetzt mal wirklich, da muss ich den Schuh raus, ich kann mit mir, ich muss doch selber in den Spiegel kicken können, wenn der das nicht versteht, dann tut mir das leid, dann müssen sich unsere Wege trennen, ja. Das wäre natürlich fatal für mich, ja, warum, naja, weil ich den sehr schätze und der mir auch schon sehr geholfen hat, ja, sogar sehr, ja, was der mir für Dinger beigebracht hat, die sind unglaublich, ja, aber die sind wahr, also dieser Mensch hat mir gut getan, ja, sehr gut getan, deswegen ist es so schwierig, da immer, weil ich ja weiß, dass er auch in der Zwangslage ist, ja, also, was heißt, ja, gut, ist jetzt so, ja, ich mache jetzt erstmal Schluss. Das hat ja eigentlich gar nichts mit der Öffentlichkeit zu tun. Gott sei Dank habe ich hier keine Namen genannt. Ja. Tatsache ist jedenfalls, dass mich das belastet. Also muss ich das auch ändern. Okay, schönes Schlusssatz. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja. Geil. Lalalala.